Theresa? Das ist eine Überraschung. Hi. Sorry, das ist Max. Joris. Janis. Ich bin wirklich wow. Janis, klar. Kannst du mal eine Woche keinen Typen daten? Was ist ein Date? Das ist ein bisschen so wie ein Kindergeburtstag. Nur, dass nur ein Kind da ist und man es vorher nicht kennt. Klingt besteuert. Anton. Ich finde, wir sollten die Erfahrung machen, mit anderen zu schlafen. Seine Family gehört irgendeine Bank. Ist das ein Tag zum Bumsen hier oder was? Hey, 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 was ist das? Wem gehört das? Derek, seit wann sind die Kinder erlaubt? Seit wann sind hier Arschlöcher erlaubt, hä? So sehe ich aber nicht aus. Ja, es geht doch nicht darum, wie du wirklich aussiehst, sondern wie die Tussis dich sehen, Mann. Nee. Die Arme, nein, nein, nein. Erlöschen. Du einfach die Frauen richtig auswählen. Ich kann über jeden hier sagen, was ich erwarte. Aber da brauchst du was. Ich brauch das. Ich möchte, dass da steht, leicht zu haben. Das ist eine Dating-App, bei der sich Männer und Frauen in Kategorien einteilen und ranken können. Es gibt kein Geld mehr. Wo? Wir glauben an dich, Paul. Ich nicht. Die User raten. Das heißt, sie teilen andere in Kategorien ein, zum Beispiel Softie oder Sexgott. Sexgott. Der Psychopath. Superstar. Crazy Bitch. Kenn ich. Kennt ihr eigentlich diese App? Scheiße auf die App. Wie heißt ihr? Die Stadt ist ein Supermarkt. Diese App ist der Einkaufswagen. Rate Your Date wird die Welt verbessern. Das klingt aber sexy. Die App ist online. Rate Your Date. Nee. Lass mal Freunde sein, ja? Die Freunde ist gut. Das ist der Grund, warum wir uns getrennt haben. Du hast nie an mich geglaubt. Nee, der Grund ist, dass du deine Gitarristin gebumst hast. Du verstehst nichts von Musik. Ich kann anders sein, das verrät mir schon ein Blick. Denkst du auch so über mich?